Sarah Leidl, wie zufrieden sind Sie denn heute mit Ihrer Leistung? Sehr zufrieden. Wie gesagt, ich habe über 3 Meter Bestleistung geworfen. War auch nach einer Trainingspause jetzt nicht klar, ob ich werfen kann oder nicht. Und von daher war es natürlich ein gelungenes Comeback in die Saison. Sie kommen aus Passau spielen, oder spielen für den ersten FC Passau. Bringt Ihnen München etwas Glück? Ja, ich habe hier zum ersten Mal über 50 Meter geworfen, schon vor 5 Jahren. Und ich werfe eigentlich immer Bestleistung seitdem. Und ich lebe jetzt auch in München und trainiere hier. Und es gefällt mir sehr und die Leistung spiegelt das alles wieder. Speerwerfen ist natürlich eine sehr traditionsreiche Sportart, die trotzdem in den Medien nicht so die Beachtung findet. Kann daran Ihrer Meinung nach irgendwas ändern? Und ja, wie? Schwierig. Man müsste natürlich den Speerwurf von den anderen Disziplinen abheben, wobei die Sprinter und Läufer natürlich immer im Vordergrund stehen. In Deutschland würde ich sagen, ist das schon sehr gut, wird sehr gut ausgeführt, dadurch, dass die deutschen Frauen in der Welt sehr angesehen sind und auch wir die Weltmeisterin stellen und im Durchschnitt auch die Top 1 Nation im Speerwurf sind bei den Frauen. Was sind denn Ihre persönlichen Ziele für die nächsten Wochen und Monate? Persönliches Ziel ist natürlich, die Leistung zu stabilisieren, im Training die technischen Feinheiten, die noch fehlen, auszubessern und dann auf den Deutschen in den Endkampf einzuziehen. Dann vielen Dank und viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Ciao. Dankeschön.